Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine rohe Kokosmilch zubereite, ohne eine Kokosnuss kaufen zu müssen. Es geht ganz schnell, hat Rohkostqualität, ist lecker und gerade wenn man Kinder hat und nicht weiß, welche pflanzliche Milch man anbieten möchte, beziehungsweise wenn man keine fertigen kaufen möchte, geht es wirklich sehr schnell und ist sehr lecker. Ich benutze dafür rohes Kokosmus, Vanille, 3 Datteln und gereinigtes Wasser. 1/2 Liter Wasser, diese 3 Datteln und 2 Esslöffel Kokosmus. Einfach vermixen und schon ist die Kokosmilch fertig. Ich benutze dafür jetzt den Vitamix. Man kann auch einen anderen Mixer dafür benutzen, aber das dauert halt ein bisschen lange. Ne? Wenn du jetzt keinen Hochleistungsmixer hast, kannst du es auch mal mit deinem Mixer probieren. Musst aber immer wieder halt Pause machen. Ne? Aufmachen, mixen lassen, Pause machen. Dann geht es auch. Du kannst die Milch direkt trinken oder du kannst sie nochmal filtern, weil da sind ja natürlich die Stückchen halt von dem Kokosmus noch drin. Ich finde es so ganz lecker. Meine Kinder mögen es nicht so besonders. Ich muss es dann nochmal filtern und dann habt ihr fertige, rohe Kokosmilch. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, diese Milchpackungen aus dem Reformhaus. Ja, im Reformhaus gibt es die auch. Rewe, Rossmann, DM. Die verkaufen ja Weißmilch, Mandelmilch, diese ganzen Milchverpackungen. Die sind innen mit Aluminium verkleidet. Ich habe meine Packung extra für euch aufgeschnitten, das habe ich jetzt vom Rossmann gekauft gehabt. Aluminium ist gesundheitsbedenklich, es kann sich im Hirn anreichern, es sorgt für Alzheimer, hat viele schlechte Auswirkungen auf unseren Körper. Leider ist es heutzutage sehr verbreitet, das Aluminium in unseren Lebensmittelverpackungen, ja, ob es in der Tomaten-Tube ist, diese Tomatenmark, das ist ja auch mit Aluminium. Oder wenn man halt eine Dose kauft mit Erbsen, das ist auch Aluminium. Also ich versuche in letzter Zeit sehr darauf zu achten, dass ich das verringere bei uns im Haushalt. Und ja, da jetzt die Milchverpackung auch dieses Aluminium hat, habe ich mir jetzt vorgenommen, es nicht mehr zu kaufen. Kann sein, dass wir es vielleicht nochmal kaufen, wenn ja bei uns das die Kokosmus ausgeht oder der Mandelmus ausgeht. So kannst du übrigens auch Mandelmilch machen. Du kaufst dir einfach Mandelmus. Ich kaufe jetzt immer Mandelpüree, weil das Rohkostqualität hat. Aber das werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr kaufen, weil es halt in einer Plastikverpackung ist. Du kannst dir Mandelmus kaufen aus dem Glas. Gibt es auch im Reformhaus. Das machst du einfach mit dem Wasser. Datteln, Vanille ein paar Mal mixen, dann hast du schon deine Mandelmilch. Ja, das ist günstiger, als wenn du die Verpackung kaufst und ist auf jeden Fall gesünder, weil du weißt, was drin ist. Okay, da ist jetzt nichts. Also in den Milchverpackungen, die verkauft werden, ich bin mir sicher, dass da irgendetwas drin ist. Da wird ja immer deklariert, dass da nur Wasser ist und Mandeln und Sonnenblumenöl und Salz, glaube ich, oder Kokosnussfleisch. Ich weiß gar nicht, ob das drin ist. Aber da muss irgendwas anderes noch drin sein, um es haltbar zu machen. Weil wenn ich jetzt meine Milch selbst herstelle und die bleibt ewig und 3 Tage draußen stehen, also nicht im Kühlschrank, die wird mir verschimmeln. Und ich weiß nicht, wie das die Supermärkte machen oder diese ganzen Firmen, die ihre Milch verkaufen wollen. Ich kann dir nur raten, mach's selbst. Es geht sehr schnell. Du brauchst noch nicht mal einen starken Mixer dafür. Das kannst du auch mit einem normalen Mixer machen. Oder du versuchst es mit einem Schneebesen halt zu machen. Das sollte eigentlich auch gehen. Ja, das war's eigentlich an Tipps, was ich euch wegen der Milch sagen wollte. Wenn ich irgendwas vergessen sollte, schreibe ich es in die Infobox. Guckt nochmal rein, da werde ich euch alles verlinken. Die Info wegen dem Aluminium, woher ich das Kokosmus habe. Und ich habe noch ein anderes Kokosnussmilch-Video, das werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Das mache ich dann aber aus der ganzen Kokosnuss. Das mache ich aber auch nur, wenn ich Zeit habe. Ja, und die Zeit ist ja bei uns sehr begrenzt, deswegen die schnelle Variante. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Tschüss!